Damit ein herzliches Willkommen hier aus Monte Carlo zu unserer FNs 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season 5 und ja, das Fürstentum Ferdian Comeback. Ich hab zwar mega Schiss, dennoch freue ich mich auch extrem. Und wenn ihr unbedingt gern kostenlos den Channel lasst, kein Däumchen rum da. Schaut doch gerne auf Instagram und auch auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Und es ist ein schöner, sonniger Tag. Doch, ja, meine Laune ist halt wirklich im Keller. Bitte macht es mir oder nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier den ein oder anderen Respawn mehr drin habe, denn die Strecke ist wirklich unfassbar schwierig. 3,3 Kilometer, lediglich eine DRS-Zone und 19 Kurven, wobei eigentlich gefühlt die komplette Strecke eine riesige Kurve ist. Ja, vermutlich ist dann auch das hier jetzt das Wichtigste. Das Qualifying und Halleluja, was macht Guan Yu Zhou? Er macht hier eine Recharge-Runde und dieser Verkehr ist unnormal gottlos. Also wirklich, der ist so gottlos. Also, ich habe abgebremst, aber trotzdem hier irgendwie richtig verloren. Egal, lasst uns reingehen in die Runde, weil es nicht die optimalen Bedingungen. Let's go. Turn 1 konnte ich schon mal ein paar Tausendstel finden. Er hat eine Zehntel gefunden, jetzt den Berg hier rauf. Es ist halt verdammt wichtig, gerade in einer Strecke wie Monte Carlo, weit, so weit wie möglich vorne zu starten. Jetzt hier, das ist meine absolute Hasskurve, dann links. Ja, da ditchst du halt auch echt leicht an die Mauer dran. Wir fahren auch mit Schaden auf Standard. Das bedeutet, es wird vieles ja, leider passieren. Schwierigkeit muss sich etwas runterdrehen. Wir fahren aber dennoch auf Schwierigkeit 88. Also, ich, ja, das ist, glaube ich, auch das Maximum, was ich hier schaffe. Jetzt im Tunnel durch. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht auf die Leute, die wir vorhin vorbeigelassen haben oder die sich vorbeigedrängelt haben, dass wir jetzt auf die auflaufen. Scheint aber so, als ob wir hier auf Carlos Sainz tatsächlich wieder auflaufen. Purple im ersten und auch im zweiten. Mein Problemsektor ist so ein bisschen der dritte hier rechts angeditscht. Ich mache so ein bisschen den Verstappen, wobei der das vermutlich ein bisschen besser kann als ich. Letzte Kurve hier und da war der Exit verdammt gut. Guckt euch mal oben die Zeit an, da finde ich fast 9 Zehntel. Genau, es sind über 9 Zehntel. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo wir starten werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Leclerc, Senna, Gasly, Stroll, Oscar Piastri, Verstappen, Ocon, Sainz, Theo Pourchaire, Norris, Drugovic, Joe, Bottas, Doohan, Magnussen, Liam Lawson, Sargent, Albon und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Es steht schon. War die Schwierigkeit vielleicht doch ein bisschen zu low gestellt, wie ich habe das leider auf sich beruhen lassen. Ich fahre auf 88 jetzt hier und mein Start war okay. Yuki konnte da nicht mithalten, aber Russell, der ist da direkt an Yuki vorbeigezogen und der wird uns heute auch noch einige Probleme bringen. Direkt mal meine Lieblingsanzeige hier auf einem Start-Compris, den ich nicht so gut kann. Das ist auf jeden Fall die Schadensanzeige, denn wenn du hier irgendwo dagegen ditcht, weißt du schon, es ist vorbei. Und hier kann ich mir natürlich den ein oder anderen Fehler erlauben, sprich jetzt nicht direkt komplett pushen, denn es ist halt unmöglich, hier zu überholen. Das machen auch einige Fahrer natürlich, das merkt man auch immer wieder, denn Singapur, Monte Carlo, teilweise auch Jeddah sind halt Strecken, wo du nur ein, zwei Möglichkeiten pro Runde hast zu überholen und da kann ich mir jetzt auch tatsächlich erlauben, mal ein bisschen das Rennen langsam anzugehen. Also langsam ist in dem Fall relativ, denn wir sind ja trotzdem der Verfolgte und auf Startziel muss ich halt dann auch performen abliefern. ERS kann ich mir ehrlich gesagt, also du brauchst kaum was sparen, das ist sowieso eine Strecke, wo du kaum ERS verwenden kannst oder brauchst. Also du bekommst ja durchs Bremsen sowieso mehr zurück, als das Ganze dann kostet. Schnellste Rennrunde 1.16.4 ist jetzt okay. Gucken wir uns mal die Start-Replay an, denn die ist wichtig. Mein Start war saugut, muss ich sagen. Aber er wurde natürlich ein bisschen gekrönt davon, dass Yuki halt einen unfassbar katastrophalen Start hatte. Weswegen wir hier einfach problemlos an die Mercedes oder vor die Mercedes bleiben konnten. So, jetzt habe ich ein bisschen die Pace angezogen. Ende zweiter Runde gucken wir mal, wo die Uhr jetzt mal stehen bleibt. Und es ist eine 1.12. Ja, das ist okay. Für die Rennen mit, ja,
25% und vor allem auch mit gelben Reifen. Ich glaube, da kann ich auch die Zeit nachher zum Schluss noch etwas runterdrücken mit dem roten Reifen. Hier im Casino ist halt jede Kurve, hier in Monte Carlo einfach geil. Wir haben das Casino, dann hier natürlich diese Engstelle, die langsamste Stelle im Kalender. Da können wir jetzt mal ein bisschen drauf blicken. Dann hier natürlich runter Richtung, Richtung diesen Tunnel. Ja, der Exit verdammt wichtig, da komme ich auch saugut raus. 8 Zehntel beträgt jetzt der Vorsprung zu George Russell. Und das auch mal gut ein bisschen zum Durchatmen. Hafenschikane, das ist dann die Zickzack-Kurve. Und noch einmal hier Hafen, 5. Runde. Ja, ich bekomme Russell nicht los. Der ist mit seinen roten Reifen sauschnell. Dann hier natürlich die Tabakkurve, weil es hier eben halt mal einen Zigarettenstand gab, wo man sich Zigaretten kaufen konnte. Schwimmbad war dann hier rechts. Und dann hier nach Leraskas, dieses Restaurant oder so durch. Letzte Kurve auch unfassbar cool zu fahren. Aber du brauchst halt wirklich einen guten Flow, gerade in den letzten Sektoren, gerade im letzten Sektor, da ist es halt wirklich schwierig. Und so wie bei mir jetzt gerade, ich bin ein bisschen weit gegangen beim Exit aus Turn 1 und da habe ich schon wieder 2-3 Zehntel verloren. Bergauf hat sich das dann ja summiert natürlich, weil halt auch Russell einen besseren Schwung hatte und da habe ich direkt 5 Zehntel verloren. Es ist halt wirklich eine Strecke, du darfst dir halt zu einer falschen Zeit keinen Fehler erlauben. Und das Gute für mich jetzt mal vorerst ist, dass wir in Führung liegen. Wir haben zwar unterschiedliche Strategien, ich könnte aber zum Schluss dann auf jeden Fall mit dem roten Reifen noch ein bisschen glänzen. Wir müssen halt mal gucken, was George Russell macht. Denn der Undercut, das Undercut-Fenster ist auf jeden Fall für ihn zu 100% da. Und wir müssen jetzt unfassbar vorsichtig sein, aufpassen. Flügelschaden und so ist sowieso kein Thema, da müssen wir sowieso aufpassen. Aber für mich geht es in erster Linie jetzt mal um dieses Undercut-Zeug, denn man kann da locker 1 bis 1,5 Sekunden gut machen durch einen Undercut und ja, man muss da auch ja, so im 1,5-2 Sekunden-Fenster, glaube ich, wird das reichen. Und jetzt sind wir in der 10. Runde, Hälfte vom Rennen und ich schaffe immer noch Bestzeit im ersten Sektor. Also der erste Sektor liegt mir da deutlich besser als der letzte und der letzte ist halt wichtig, weil man hat dann halt auf Start und Ziel echt viel. Russell hat jetzt ein bisschen abreißen lassen oder gehen auch vielleicht die roten Reifen ein. Ich weiß nicht. Also das kann sowohl als auch sein. 1,7 Sekunden, das ja, die letzte Kurve so verbremst. Meine Reifen sind natürlich auch nicht mehr die neuesten, aber im Vergleich zu seiner. Jetzt geht eine Box rein und da müssen wir jetzt wirklich ein Auge drauf haben. Meine Grundidee war es von Anfang an 11. Runde. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so 11. Runde im Kopf gehabt und ich glaube auch, dass ich dem nachgehen werde und dem müssen wir jetzt auch auf jeden Fall nachgehen, denn wir gucken uns jetzt mal ein paar Replays an. Das ist diese langsame Kurve. Standardbild. Ich liebe es. Diese Kurve ist einfach nur göttlich. Seit 1929 werden hier Rennen gefahren. Das sind tatsächlich in 6 Jahren 100 Jahre Monaco Grand Prix. Also das ist wirklich eine der Geburtsstadt Grand Prix Strecke, aber auch eine der Geburtsstrecken des Motorsports oder des Formelsports. Jetzt haben wir hier die Tunnelbilder, sehr, sehr cool. Das Spiel ist wirklich unfassbar realistisch geworden in der letzten Zeit. 18 Sekunden sind wir vorne und wenn ich da mal Pi rechne, wird das scheiße knapp. Das muss ich leider so sagen, ab in die Box rein und hoffen, dass alles glatt geht, dass wir eventuell doch noch auf dem ersten Platz wieder rauskommen. Ich habe ja vielleicht mich ein bisschen vertan. Die 12. Runde, ob ich die noch draußen bleiben hätte sollen, ist halt was ganz ja, Schwieriges. 2,3 Sekunden, Bombenboxenstopp wieder mal von unserem Team jetzt raus. Und da kommen wir vorerst mal als Führender raus, aber es ist sau eng. George Russell fährt die schnellste Rennrunde. Wir gehen nebeneinander hier in Turn 1, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Russell hat den Undercut gepackt. 1,3 Sekunden hat er uns da abgezogen. Und ist jetzt sogar über 1 Sekunde vorne. Sprich, der hat da über 1 Sekunde durch den Undercut gewonnen. Und das mit dem schlechteren Reifen. Das ist wirklich eine Bombenleistung. Und ob wir den jetzt tatsächlich noch einmal überholt bekommen auf einer Strecke wie Monaco, wo du kaum überholen kannst, das ist wirklich eine komplett schwierige Sache. Denn Monaco ist und bleibt so schwierig. Also du kannst hier zwar schön dranfahren, auch hinterherfahren, aber
Ob das dann im Endeffekt reicht, ist halt eine komplett andere Sache. Wir sind sau schnell, das merke ich auch. Aber werde ich hier jetzt vorbeikommen? Es ist ein Rätsel auf jeden Fall. Der ist scheiße schnell. Und natürlich fehlt es uns gerade da an der nötigen Power, wo wir dann auch tatsächlich überholen können. Jetzt aus dem Tunnel raus mache ich mal klar, so Bro, ich bin auch noch hier. Ich muss jetzt auch irgendwas wagen eventuell mal. Jetzt sind wir ganz, ganz nah dran an Russell hier. Kann ich aber nicht. Tabak muss ich wieder vom Gas ein bisschen runtergehen. Jetzt in die Hafen, in die Schwimmbadschikane rein. Zack, zack. Da kommen wir wieder gut dran. In Raskas kommen wir ganz nah dran. Doch hier müsste ich noch näher dran sein. Der Exit war traumhaft. Jetzt im Windschatten. Er ist es on, der ist es auch on. Alles full. Aber es reicht nicht. Es ist einfach eine zu kurze Gerade, um hier etwas auszurichten. Den Berg rauf, da verlieren wir leider wieder ein bisschen was. Und so ist es dann, dass da wieder diese 3-4 Zehntel stehen, die dir dann halt wirklich fehlen, um da was zu machen. Das ist wirklich sau blöd gelaufen. 1:10:08. Finde ich eine gute Runde. Für die schnellste Rennrunde behalten wir die immerhin mal. Aber ich glaube, das mit Russell, das wird schwierig. Und er hat es wieder geschafft, einen Undercut gegen uns zu machen. Wann? Er ist wirklich der König der Undercuts. Also George Russell, einfach ein Banger. Ja, sollte ich es nicht schaffen, muss ich ja was anderes probieren. Es reicht halt einfach wieder nicht. Und meine Reifen sind jetzt natürlich durch dieses Hinterherfahren, durch dieses immer wieder Pushen und Pushen und Pushen, jetzt natürlich auch nicht mehr gerade die Besten. Und ja, nach hinten hin ist ein guter Polster. Aber meine Idee wäre natürlich gewesen, wenn ich es schon nicht schaffe, an George Russell vorbeizukommen, gehe ich jetzt vom Gas runter und werde versuchen, eventuell Ayrton Senna auf den dritten Platz zu bringen. Also ich werde jetzt immer wieder ein bisschen nachlassen. Ihr seht es auch hier, ich gebe nicht immer wieder Gas, sondern wir versuchen in dieser Runde Ayrton Senna noch irgendwie zu helfen, dass der aufs Podium landen kann. Es ist, ja, mein Fehler gewesen, ich war da vielleicht eine Runde zu lang draußen, eine Runde zu lang auf den langsamen Reifen. Es war auf jeden Fall nicht viel, das uns da gefehlt hat, das ganze Rennen. Es wird aber nicht reichen. Gucken wir uns mal ein paar Replays an. Runde 15 und schaut mal, wie nah wir hier dran waren. Aber ich verstehe tatsächlich, es ist Monaco, man kommt nicht richtig dran oder man kommt nicht so nah dran, dass das reichen würde, aus so einer kurzen Geraden wie Startziel einen Move zu setzen, und du kannst dann halt dann tatsächlich auch nichts machen. Es ist einfach gottlos hier auf dieser Strecke. Es ist geil, aber es ist auch wirklich sehr, sehr schwach, was Racing betrifft, denn man kann hier kaum ein cooles Racing-Erlebnis man kann kaum cooles Racing-Erlebnis sich liefern, denn es ist halt wirklich so, dass du nirgendwo eine richtige Geraden hast. Da waren wir auch sehr nah dran, hat aber nicht ganz gereicht, auch wieder Runde 17, wieder hier. Du bist halt so nah dran, aber doch so fern, denn ich bin da fehlt tatsächlich noch eine komplette Autolänge. Und ja, zu vieles Pushen, seht ihr, kommt dann das Heck und. Ich glaube, die Zusammenschnitte lieben diese Kamera hier. Ja, ich glaube auch, weil ich hier ab und zu mit dem Hinterreifen an die Mauer teach. Normalerweise teach man ja hier gerne an, aber das weiß ich schon, da fahre ich jetzt schon eine andere Linie. Und auch Runde Nummer 19, Turn 1, da war ich nicht mehr so nah dran, weil dann auch einfach die Reifen teilweise richtig nachlassen. Und so ist es jetzt auch. Ich probiere in der letzten Kurve mein Bestes. Ich mache hier sogar ein bisschen den Lokführer. Aber es reicht nicht. Ja, es hätte nicht gereicht, hier für Senna vorbeizugehen. War natürlich, ja, eine Idee wert. Hat aber nicht ganz funktioniert. Es ist der zweite Platz geworden. Aber ich muss sagen, dennoch wieder stark Punkte mitgenommen. Und ja, Russell einfach ein tolles Rennen gefahren heute. Monaco kann der Junge. Ja, wirklich sehr, sehr cool. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich auch gefallen. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben, und sie haben es sich auch verdient.
Prost, Jungs. Es hat dann ja nur für den zweiten Platz gereicht. 19 Punkte nehmen wir mit der schnellsten Rennrunde mit. Also, das ist auch kaum Verlust. Esteban Ocon zweiter. Mercedes allerdings ist schon zweiter in der Konstrukteurs-WM. Da müssen wir aufpassen. Aber wir waren ja nach, nach George Russell, glaube ich, die mit den meisten Punkten. Wir hatten auch in der Rivalität jetzt richtig hier aufholen gegen Ocon. Und Ayrton ist jetzt auch schon mal in einem guten Level unterwegs gewesen. Vierter Platz, besser geht's kaum. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn wir beide am Podium gestanden wären. Aber man kann natürlich jetzt nicht alles scripten und so. Er holt im Qualifying die Pole Position, hat nicht ganz funktioniert. Wir waren zwar auf der Pole, aber natürlich auch den Rennsieg haben wir nicht geschafft. Und das war ja auch das Ziel. Ein echt schwieriges Ziel teilweise. Ich glaube, das ist jetzt schon ein, zwei Mal passiert, dass ich das nicht erreichen konnte. Wir werden jetzt auch das erste Mal austauschen. Wobei ich jetzt mal gucke, ja, Monaco 1, 2, 3, 4. Also es ist circa ein Viertel. Da können wir jetzt schon mal die Sachen mit den vier, mit den vier Teilen können wir jetzt schon einmal austauschen. Das nächste Mal dann vermutlich Singapur oder Monza oder so. Das ist, müssen wir mal gucken, wie die Komponenten dann aussehen. Für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch unbedingt gern auf it's-tobi auf TikTok. Links mal unten in der Bio und ich freue mich extrem über den Support. Danke, danke, danke. Auch über das ganze Jahr verteilt. Bis zum nächsten Mal und ciao.